Tage werden kürzer und die Aussichten leider für die deutsche Wirtschaft immer düsterer. Eine schlechte Nachricht jagt leider zurzeit die nächste und unsere Gemeinschaftswährung Euro wird mehr und mehr auch leider auch zum Symbol politischer Schwäche und Instabilität. Und das, was die Väter eigentlich des Euros stets eigentlich als Hintergedanken mal hatten, und zwar, dass der Euro nicht nur die Integrität Europas vorantreibt, sondern vor allem ein starkes Gegengewicht zum US-Dollar bildet, ist Stand heute vollkommen nach hinten losgegangen und leider nicht mehr Realität. Den Worten des ersten Präsidenten der Europäischen Zentralbank zufolge würde der Euro langfristig genauso wichtig werden wie der Dollar und sich damit zu einer wichtigen Weltwährung entwickeln. Doch diese Wunschvorstellung ist mehr Theorie und wird wohl meiner Meinung nach wohl niemals Realität werden. So sieht es zumindest aus. Denn heute dominiert der US-Dollar weiterhin das globale Finanzsystem wie selten zuvor. An fast 9 von 10 Währungsgeschäften ist die US-Dollar-Währung beteiligt und etwa 60% der weltweiten Notenbankreserven sind Dollarbestände. Und zudem gibt die Geldpolitik der US-Notenbank den Takt der Börsen und der Zinsen rund um den Globus vor. Eine echte Konkurrenz sehe ich da zurzeit wirklich nicht wirklich. Zwar wird immer mal wieder China hier ins Spiel gebracht, aber Chinas Wirtschaft und damit die chinesische Währung kämpfen seit Monaten mit den ökonomischen Folgen der Pandemie sowie natürlich der fatalen Abschottungspolitik. Und Japans Wirtschaft und damit Währung dümpelt seit dem Immobiliencrash übrigens Anfang der 90er Jahre auch so vor sich hin. Und der Yen musste in diesem Zusammenhang erst vor kurzem drastische Wertverluste hinnehmen. Übrigens genauso wie einst das stolz britische Pfund. Doch zurück zum Euro. Denn nach seinem holprigen Start im Jahre 1999 stieg zwar das Vertrauen in die neue Gemeinschaftswährung relativ schnell seinerzeit an, sodass sich binnen 7 Jahren der Wechselkurs des Euros im Verhältnis zum Dollar sogar auf zwischenzeitlich 1,60 Dollar, ja, damals verdoppelte. Das war aber wohlgemerkt im Sommer 2008, als die Finanzkrise in den USA so richtig an Fahrt aufgenommen hatte. Doch obwohl die EZB offiziell kein Wechselkursziel verfolgte, setzte sie seinerzeit unter Präsident Mario Draghi mit der Ankündigung, Staatsanleihen zu kaufen, den Eurokurs ganz gehörig mal unter Druck. Und wir alle wissen ja jetzt, dass sich der Euro von diesem daran anknüpfenden Schwächephase niemals mehr so wirklich bis heute erholen konnte. Denn gemessen an seinem Höchststand büßte der Euro gegenüber dem Dollar bis heute unglaubliche 40% an Wert ein. Und allein 15% davon in den letzten 12 Monaten. Zwar wurde so auf der einen Seite natürlich auch die Exportwirtschaft natürlich der Länder der Euro-Gemeinschaft etwas gestärkt, doch mittlerweile zeigen sich immer mehr die Schattenseiten auch in Form einer importierten Inflation. Denn die Abwertung des Euros in der jüngsten Vergangenheit hat die Inflation natürlich auch in der Eurozone unzweifelhaft beschleunigt. Gerade Energie und natürlich auch die Rohstoffe werden auf den Weltmärkten ja durchgehend auch in Dollar notiert. Selbst bei konstanten Dollarpreisen müssen Euroimporteure also automatisch auch leider dann mehr in die Kasse greifen und bezahlen. Länder wie die Schweiz stehen daher mit einer Inflationsrate von gerade mal immerhin 3,3% nur heute deutlich besser als die Eurozone mit rund 10%. Zwar bemüht sich die EZB mittlerweile Inflation und damit auch die Euro-Schwäche mit schrittweisen Leitzinserhöhungen entgegenzuwirken, aber wir wissen alle, dass dieses Unterfangen und dieser ursprüngliche Plan mit erheblichen Risiken und meiner Meinung nach auch mit großen, durchaus Kollateralschäden einhergehen wird. Denn im Euroraum kommt zu den Rezessionssorgen, die wir ja jetzt haben, auch noch die Sorge um die Finanzierbarkeit mancher hochverschuldeter Staaten hinzu. Und apropos Rezession, der Wirtschaftsinstitute rechnen mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,3% und die OECD setzt Deutschland sogar in ihre Prognose ans Ende der G20-Länder mit einem Einbruch der Volkswirtschaft um knapp 2%. Und übrigens, der Staat kann auf Dauer auch nicht alles richten mit immer neuen Milliardenpaketen, die völlig wie aus der Wundertüte heraussprühten. Denn wenn das Land immer weiter
doch auch seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit leider verliert. Und es ist noch gar nicht so wirklich lange her, als Deutschland eine Nation wirklich von genialen Ingenieuren, Erfindern und Maschinenbauern oder Elektrotechnikern war. Da fehlt es also heute. Ja. Doch heutzutage wird uns immer wieder eingeredet durch die Politik, dass im Verzicht und im Reduzieren der Lösung alle Probleme liegen, was vollkommen eigentlich am Thema vorbeigeht. Doch ich habe auch so persönlich meine Zweifel daran, dass der Euro uns bei der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowohl in Deutschland als auch in Europa wirklich dabei zumindest langfristig wirklich behilflich sein wird. Denn wir bräuchten oder wir brauchen vielmehr eine koordinierte Finanzpolitik und ein System zur Abfederung natürlich der wirtschaftlichen und geopolitischen Schocks, die wir ja mittlerweile schon erleben. Dass das aber wohl eher eine Wunschvorstellung meinerseits bleibt, gilt es entsprechend Vorsorge zu treffen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass der Euro noch über viele Jahre Teil unserer wirklichen Zukunft sein und bleiben wird. Und genau das und auch ganz konkrete Lösungsschritte, wie man mit seinem Ersparten letztendlich dem schwachen Euro trotzen kann, ist natürlich auch die Grundlage des exklusiven Vermögensreports, den ich Ihnen gerne mal nach Hause schicken möchte. Ja, alle weiteren Infos dazu finden Sie unter dem eingeblendeten Link. Holen Sie sich diesen Vermögensreport exklusiv gratis nach Hause. Arbeiten Sie ihn direkt durch, ja, um für den nächsten großen GAU, vielleicht den nächsten Eurocrash, whatever, besser gewidmet zu sein und sich auch eben mit dem Thema Geld wirklich intensiver zu beschäftigen, denn Vermögensaufbau im Kleinen wie im Großen und Vermögensschutz ist eine Pflicht geworden, denn es geht nicht nur darum, für Geld zu arbeiten, es geht darum, das ersparte Geld zu erhalten und natürlich auch zu vermehren und dazu aber auch gerne mehr in diesem Report. Also greifen Sie zu, unter dem Video finden Sie den Link in der Videobeschreibung und ja, viel Spaß beim Durcharbeiten. Alles Gute, Ihr Klaus Hopp.